neuen Video bei Einfach und Schnell kochen. Heute machen wir ein super leckeres, super schnelles, sehr gesundes und vollwertiges Gericht, nämlich einen Gemüseauflauf. Dazu benötigen wir Gemüse. Welches ihr dann nehmt, steht euch im Prinzip frei. Ich habe mich jetzt für diese vier verschiedenen Gemüsesorten entschieden. Außerdem braucht ihr etwas Käse, ob das Gouda, Emmentaler oder was auch immer ist, steht euch auch frei. Creme fraiche und etwas Gemüsebrühe. Und natürlich Salz und Pfeffer. Zunächst einmal werde ich mich um das Gemüse natürlich kümmern. Das muss in kleine Stückchen geschnitten werden. Was wichtig ist bei diesem Gemüseauflauf, ist die Stapeltechnik sozusagen. Und zwar mache ich es immer so, dass die Gemüsesorten, die am längsten brauchen, unten reinkommen. Das sind jetzt in meinem Fall die Kartoffeln und die Karotten. Und der Brokkoli sollte auch nicht ganz oben liegen, weil der nämlich leicht verbrennt. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich die Kartoffeln schneide. Ich schneide die nur minimal größer als die Karotten, weil das sind natürlich die Gemüsesorten, die wirklich am längsten brauchen. Und es ist dann schade, wenn oben schon alles verbrannt ist, aber die Kartoffeln immer noch nicht gar sind. Mein Freund hat dann in dieser Zeit schon den Käse gerieben. Wie ihr wisst, das ist immer seine Aufgabe. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass es sehr wichtig ist, dass ihr zwischen den Gemüsesorten das Gemüse auch schon mal mit Salz und Pfeffer würzt und nicht erst ganz am Schluss, weil sonst verteilt sich das Gewürz einfach nicht so gut. Dadurch, dass wir das Gemüse am Ende nicht nochmal vermengen, denn es soll ja schnell gehen. Außerdem muss die Paprika jetzt noch geschnitten werden. Die kommt als letztes auf den Auflauf drauf, bevor wir dann nochmal salzen und pfeffern. Anschließend rühre ich die Gemüsebrühe, beziehungsweise in meinem Fall war es jetzt klare Brühe, an und gebe das über den Auflauf drüber. Danach verteile ich einen Becher Creme fraiche darüber und zum Schluss noch etwas Käse. Der Gemüseauflauf muss dann in einen vorgeheizten Backofen bei ca. 180 Grad und braucht ca. 30 Minuten. Die Zeit ist natürlich etwas davon abhängig, welche Gemüsesorten ihr verwendet und wie groß ihr sie geschnitten habt. Und so sieht schließlich der fertige Gemüseauflauf aus. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!